die Redaktionsräume von Ramp, das so expertenbeste Automagazin weltweit. Kreiert wird Ramp von Chefredakteur und Herausgeber Michael Köckritz. Die Redaktion sitzt in Reutlingen im Südwesten von Deutschland, unweit von Porsche, Daimler und Co. Autokultur steht auf jedem Cover. Der Inhalt und Gesamtauftritt sind entsprechend hochklassig. Das Team um Michael Köckritz legt höchsten Wert auf gutes Design. Jedes Heft drückt das aus. Die Story, die hier entsteht, ist eine über Polestar, der Edelmarke von Volvo. Wir haben Michael Köckritz begleitet bei seiner Arbeit in Göteborg. Polestar ist ein Joint Venture der Automobilhersteller Volvo und dem chinesischen Unternehmen Geely. 2017 wurde das erste Auto präsentiert, der Polestar 1. Der Name Polestar bedeutet so viel wie der leitende, führende Stern. Der leitende Stern zu sein bedeutet, Neues zu kreieren, ohne Kompromisse. Der erste Eindruck beim Betreten des Headquarters begeistert. Design ist der Ausdruck dessen, was wir produzieren, als Unternehmen präsentieren und was den Kunden kommuniziert wird. Da wir hier in Schweden sind, glaube ich, dass wir bestimmte Werte haben, weil wir gerade hier aufgewachsen sind. Es geht um Funktionalität und Zuverlässigkeit. Polestar ist eine Marke ohne ein einschränkendes Designerbe. Eigentlich eine ideale Situation, wenn man das Autodesign wirklich überdenken und auf eine frische, mutig neue Weise in die Zukunft führen will. Anstatt sich von bestehenden Autos inspirieren zu lassen, hat das Polestar-Design-Team auf die Schlüsselthemen des Minimalismus gesetzt. Ich fühle mich wie ein Pionier. Für mich zielen Autos nicht speziell auf eine bestimmte Altersgruppe oder ein bestimmtes Geschlecht ab. Ich denke, unsere Marke spricht Menschen an, die die Technologie annehmen und Teil einer neuen Ära sein wollen, in der es um Technologie, Nachhaltigkeit und Modernität geht. Die Autoindustrie bewegt sich in Richtung Elektrifizierung. Doch welches Design kann eine neue Generation anziehen, für die das Auto nicht mehr als Symbol der Freiheit steht und Rennsport nur noch auf dem Handy gespielt wird? Für mich liegt der Schlüssel heute in einer einfach gehaltenen Bedienung und in der Auswahl der richtigen Dinge. Wir haben bei Polestar eine sehr auf Industriedesign basierende Denkweise, was nicht bedeutet, dass wir die Notwendigkeit eines sinnlich schönen Autodesigns nicht verstehen. Das spielt ebenfalls mit hinein. Aber die allgemeine Botschaft, die den Charakter unserer Fahrzeuge ausmacht, basiert auf einem Industriedesign-Ansatz. Polestar hat in vielerlei Hinsicht mit Traditionen der Autobranche gebrochen, indem sie sich mit moderner Architektur, Produktdesign und sogar digitalem Design beschäftigen. Wir wollen uns weiter in Richtung Zukunft bewegen und eine Vorreiterrolle übernehmen. Daher müssen wir andere Punkte und andere inspirierende Aspekte mit aufnehmen und einbringen. Im Kern ist ein minimalistisches Design wunderbar funktional. Keine Extras, nichts Nutzloses. Jedes Element ist notwendig und macht Sinn. Auf diese Weise wird weniger Design zu mehr. Es konzentriert sich auf das Wesentliche, anstatt unsere Aufmerksamkeit mit überflüssigen Spielereien zu belasten. Es geht uns um Minimalismus. Und wenn ich Minimalismus sage, und das ist wichtig, dann meine ich nicht Einfachheit, sondern Purismus. Der Prozess, etwas Einfaches oder sehr Cleveres zu erreichen, erfordert viel Arbeit. Man muss erst die Essenz von etwas finden, um zu einem großartigen Design zu gelangen. Die europäische Moderne war erstmals präsent in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, unter der Führung der Bauhausschule in Deutschland. Es war eine völlig neue Designrichtung, frei von Ornamenten, mit Fokus auf Funktion und Form.
Wenn man diesen Aspekt auf den Funktionalismus ausdehnt, spielen dort andere Faktoren wie Symbolik und Ästhetik mit hinein. Man erzählt etwas von sich, von seinen ästhetischen Vorlieben, von seinem Stil. Dieser Funktionalismus ist ebenfalls Teil des Produkts. Polestar hat eine klare Botschaft. Sie brauchen keine klassischen Statussymbole und wollen nicht in der ersten Reihe stehen. Das macht die Polestar-Autos aus. Selbstbewusstsein. Kunden, die ihren Reichtum nach außen tragen wollen, gehören nicht zu der Zielgruppe von Polestar. Die schwedische Marke kommt mit einer neuen Designvorstellung und einem neuen Designansatz. Nicht nur in Bezug auf seine Elektroautos, sondern auch in Bezug auf die Standorte und Räume der Marken. Architektur und Design sind sehr eng miteinander verbunden. Wir benutzen unsere Sinne, den Geruch, die Luft, den Geschmack von etwas. Und Design ist ein Werkzeug, wie die Architektur, um in diese Emotionen einzudringen, die uns zu Entscheidungen veranlassen, die unser eigenes Leben beeinflussen, für eine mögliche Zukunft. Kjetil ist einer der führenden Architekten der Welt. Der Norweger und sein Team haben einen besonderen, formreduzierten Stil entwickelt, der überall hohe Anerkennung findet. Der Mensch liebt Komfort, also suchen wir nach Dingen, die unserer Art zu denken und zu erleben zugutekommen. Wer einen Polestar-Raum betritt, empfindet ein Gefühl der Ruhe. Es gibt keine lauten Logos, keine brüllenden Markenslogans und keine temporären Lifestyle-Botschaften. Polestar-Räume folgen einem engagierten, reinen Ansatz. Sie machen die Kombination von Vision, Leistung und Design erlebbar. Es ist die Kombination aller Dinge, die das Erlebnis der Marke Polestar ausmachen. Einige Leute sind sehr erfahren mit reduziertem Design, aber ich glaube, viele Leute fühlen sich einfach wohl mit diesem klaren Stil. Das ist der erste Produktionsstandort von Polestar im chinesischen Chengdu. Hier wird der Hybrid GT Polestar 1 gefertigt. Die klare Konsequenz der Architektur ist beeindruckend. Sie entspricht dem Designstil der gesamten Marke. Benutzererfahrung steht im Zentrum. Das beginnt beim System. Wir betten Android als Software für Unterhaltungssysteme ein. Das macht es für unsere Kunden viel einfacher. Und wir stellen diese Komponenten zur Schau. Das Fenster zur Technologie, wie das große Tablet im Innenbereich, ist in unserem Design eingebunden. Polestar, so die Kreativen, wurde geschaffen, um sich von den Konventionen des Automobilrasters zu lösen. Die Marke ist bestrebt, neue Ideen und Technologien zu erforschen, Grenzen zu verschieben und nicht nur bei der technologischen Innovation, sondern auch in den Bereichen digitalisierte Kundenerlebnisse und Kommunikation eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die Einzigartigkeit von Polestar ist nicht nur das Design, sondern das gesamte Konzept. Polestar 2, voll elektrisch, sorgt für Furore. Das Unternehmen geht seinen konsequenten Weg.